Hallo zusammen, es ist endlich Herbst, das heißt, es ist Kalenderzeit. Aber erstmal muss ich aus meiner wahnsinnig großartigen Tasse, die so perfekt zu mir passt, einen Schluck Milch mit etwas Kaffee trinken. Kurz vorweg, das ist in dieser Form mein erstes YouTube-Video, das heißt, seht es mir gerne nach, wenn ich ein bisschen nervös wirke, weil ich nervös bin. Ihr wisst auch gar nicht, wie oft ich das jetzt schon aufgenommen habe. Ich bin Alina von Ahart Film und Fotografie. Ich bin Fotografin und Filmemacherin, wie der Name auch schon passenderweise sagt. Ich biete seit einigen Jahren Fotografiekalender an, immer Ende September, Anfang Oktober. Das heißt, ja, dieses Jahr bin ich ein bisschen spät dran. Aber zurück zum Thema. Es gibt dieses Jahr zwei kleine Änderungen. Die erste Änderung ist die wahrscheinlich auch größere, und zwar gibt es dieses Jahr keine Porträtkalender. Das liegt ganz einfach daran, dass ich wahnsinnig viel für Unternehmen gearbeitet habe dieses Jahr und da halt nicht diese Form von künstlerischen Feinartporträts entstehen, die ich immer für die Kalender verwendet habe. Und ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass man sich vielleicht nicht unbedingt einen Kalender mit 12 verschiedenen Businesspersonen ins Wohnzimmer hängt. Wenn ich da falsch liege, korrigiert mich gerne. Aber ich habe auf jeden Fall vor, nächstes Jahr den Porträtkalender zurückzubringen, weil ich diese Art von Fotos wirklich sehr, sehr gerne mache und mir dafür nächstes Jahr ein bisschen mehr Zeit nehmen möchte. Die zweite Änderung ist, dass der Landschaftskalender in den vergangenen Jahren hauptsächlich aus USA-Bildern bestanden hat. Ich war vor einigen Jahren relativ lange in den USA und habe da eine riesige Menge an Bildern mitgebracht, die jetzt langsam einfach aufgebraucht sind. Und bevor ich jetzt Motive doppelt verwende oder zweitklassige Bilder in den Kalender packe, dachte ich mir, nee, ich durchmische den jetzt ein bisschen, weswegen dieser Kalender jetzt sehr viel bunter gemischt ist. Es sind trotzdem noch zwei Bilder aus den USA mit drin, aber es sind auch Bilder aus der Toskana, aus Kroatien und vielleicht zwei Bilder aus meinem Garten. Ich zeige euch einfach mal den Kalender für 2025. Tada! Ich hatte eine Weile so Kunstdruckpapier, das war sehr viel dicker und absolut matt. Aber dadurch, dass es so matt war, sind ein bisschen die kräftigen Farben verloren gegangen und auch die schönen Kontraste. Und weil mir beides sehr wichtig ist, habe ich mich wieder, wie letztes Jahr auch, für das Premium-Papier entschieden. Wie ihr seht, reflektiert das trotzdem noch so minimal. Bis auf die Änderungen, von denen ich gerade gesprochen habe, ist da eigentlich relativ viel gleich geblieben für diejenigen, die schon mal einen Kalender bei mir bestellt haben. Ich habe wieder das, so wie letztes Jahr auch, das weiße Kalendarium für den Landschaftskalender verwendet, falls man dort vielleicht ein bisschen was einkringeln möchte. Die deutschen Feiertage sind mit drin und farblich hervorgehoben, genauso wie die Sonntage, die sind auch markiert. Und was ich immer super praktisch finde, vor allem bei der Arbeit, ist, dass die Kalenderwochen mit drin sind. Das heißt, ihr könnt auch entsprechend an der Seite dann die KW erkennen. Ihr könnt die Kalender ab sofort vorbestellen auf meiner Website www.ahart.de. Die Vorbestellungen werden alle Anfang Dezember verschickt, das heißt, die Kalender sind auf jeden Fall vor Weihnachten da, denn meiner Meinung nach ist der Kalender immer ein ganz wunderbares Geschenk zu Weihnachten. Bloß nicht auf den Kalender kleckern. So, das war dann jetzt wohl mein erstes YouTube-Video. Das steht schon lange auf meiner To-Do-Liste. Ich hatte mal Anfang des Jahres auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob es euch interessieren würde, mal anderen Content als nur meine normalen Filme, die ich immer auf YouTube hochlade, zu sehen. Und da haben irgendwie mehr abgestimmt, als ich gedacht hatte. Also es waren mehr als drei. Und habe das bisher ein bisschen vor mir hergeschoben, einfach aus dem Grund, dass ich wahnsinnig viel zu tun hatte zum einen, aber auch, weil ich nicht so genau wusste, womit ich beginnen wollte. Und jetzt, da es diese Änderung beim Kalender gibt, dachte ich, das ist vielleicht ein ganz cooler Start, weil ich damit einfach ein paar Fragen beantworten kann, weil man den Kalender auch nochmal anders sieht, als jetzt einfach auf Fotos. Und deswegen hoffe ich, dass das Video euch irgendwas gebracht hat. Also, falls ihr Lust habt, euch meinen Kalender zu holen, schaut gerne in die Beschreibung, da habe ich alles verlinkt. Ich freue mich über wirklich jede Kalenderbestellung, das unterstützt mich. Und ich freue mich natürlich auch, wenn meine Bilder bei euch ein Jahr zu Hause hängen dürfen und euch durchs Jahr begleiten. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese garantiert alles. Ich gehe einfach mal davon aus, dass jetzt nicht hunderte Kommentare wären, sondern eher so ein oder zwei. Also ich lese die ein oder zwei Kommentare auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat oder es informativ für euch war, dann dürft ihr natürlich sehr gerne mit dem Video interagieren. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und wenn ihr auch mitbekommen wollt, was als nächstes kommt, dann abonniert mich gerne. Ich weiß selber noch nicht so genau, was als nächstes kommt, also lassen wir uns alle überraschen. Kauft mal Scheiß.